Und damit herzlich willkommen zurück bei Engine Die Play hier im Redstone Bunker. Letzte Folge waren wir im Bunkerpark, in der Bunkermensa, im Hauptlager und im Konzertsaal. Und diese Folge wollen wir einfach mal weiter. Leute, fährt die Bunkertram jetzt nicht mehr, weil es Nacht ist. Ist aber nicht schlimm, weil wir können ja auch gehen. Jetzt sind wir auch schon an der nächsten Bunkertram-Station, nämlich dem Bunkerpool. Hier ist Spa- und Sportbereich drin. Hier sind einmal die Herren umkleiden. Eine feine Dusche. Dann eine Truhe und ein kleines Abstellpult, was weiß ich. Und dann ist hier der Sportbereich. Wie wir sehen, sind hier drei Schwimmbahnen. Diese kann man auch mit Redstone benutzen, sag ich mal. Also, man drückt hier auf den Knopf. Läuft hier im Sprint am besten gegen. Wenn dieser Timer da vorne abgelaufen ist, öffnen sich einmal die Klappen. Sie gehen auf und ihr könnt durch. Und wer als erstes da ist, der hat gewonnen. Aber selbst wenn der nächste auf eine Druckplatte kommt, gehen die Lampen auch nicht an. Weil wenn ihr jetzt nochmal drauf... Warte, das kann man noch besser machen. Das kann man nämlich mit Redstone Verstärker und einer Druckplatte sehen. Wenn wir jetzt mal auf Start drücken, dann läuft der Timer ab, das resettet sich und wenn wir jetzt mal auf diese Druckplatte laufen, dann merkt ihr, da ist ein Repeater und das ist kein Repeater. Wenn ich da drauf lege, sage ich, der geht an. Und er geht an. Weil ein Repeater, ein Tick Verzögerung. Selbst ein Tick Verzögerung kann diese Maschine dahinter messen, damit ja, dass halt derjenige, der wirklich Millisekunden eher drauf war, auch gewinnt. So, dann haben wir hier noch einen Sprungturm. Hier rennen wir einfach drauf. Werden hochkatapultiert und landen hier unten. Weil wir jetzt zu faul sind, gibt es hier natürlich eine Leiter und ein Fahrstuhl, weil es ist ja ein Luxusbuch. Ja. Nach einiger Zeit würde er dann auch wieder runterfahren. Und die Redstone-Geschichte können wir hier wirklich mal lassen. So, wir sehen, der ist wieder weg. Hier sind wieder die Glitch und Bugblöcke. Das war jetzt eigentlich eher nicht geplant. Ja. Jetzt gibt es noch einen Spaß- und Spa-Bereich. Hier, der sieht nämlich so aus. Das ist ein ganz anderes Schema. Hier sind Druckplatten. Kostenlose Melonen. Die rutschen dann hierher und werden natürlich auch nicht verschwendet, wenn sie da weiterliegen. Das heißt, wenn ihr immer wieder hier drauf drückt, kommen immer wieder neue Melonen. Ja, so wie eine Melonenbar halt. Dann haben wir hier natürlich auch Liegestühle. Eine kleine Wasserrutsche. Juhu. Ja. Und hier haben wir noch eine Wasserrutsche. Hier
fliege ich einmal hoch und jetzt ab in die Wäscherutsche. Jetzt sind wir in der Wäscherutsche. Wasserrutsche. Ich kann kein Deutsch mehr. Und können einfach hier runterrutschen. Ich weiß, sehr spektakulär. Aber eine kleine Wasserrutsche muss ja auch sein. Eine große. Jetzt sind wir unten angekommen. Und das wäre es jetzt auch mit der Wasserrutsche. Mit dem Spa-Bereich und mit dem Sportbereich. So, jetzt gehen wir natürlich wieder durch die Herrenumkleiden. Hier raus. Und sind wieder am Ausgang. Und ich habe meinen Timer vergessen zu starten. Wir machen dann mal noch 5 Minuten. So. Ja, hier gibt es eine Eingangslobby und zum Hotel. Ja, hier gibt es auch ein Hotel drin. Aber jetzt haben wir noch was anderes vor. Nämlich, wir sind jetzt in den Arkaden. Hier sehen wir einmal das Modehaus. Das hat The Geocraft auch schon mal vorgestellt und zum Download freigegeben. Website in der Infobox und sein Kanal ebenfalls. Hier haben wir dann nochmal den Bunkerplan. Hier hinten haben wir ein Casino. Da gehe ich jetzt auch einmal rein. Tu hier ein Smaragd rein und kriege auch 5 Coins dafür. 5 RBG Redstone Bunker Casino Coins. So, hier ist dann ein Glücksspielautomat. Hier tust du ein Coin rein und wählst jetzt irgendeinen Knopf. Ich sag mal den mittleren. Und mit Glück kommt jetzt ein Gewinn. Anscheinend nicht. Schade. So, dann hier einmal rein. Und so. Vielleicht habe ich jetzt gewonnen. Bitte. Schade. Und noch einmal. Jetzt nehme ich den linken. Einmal gewonnen? Ernsthaft? Okay. Dann tschüss. Aber das ist natürlich auch nicht alles. Hier gibt es davon 2. Entschuldigung. Hier Gewinnausgabe, Gewinn, Einsatz 2 Coins. Hier tun wir dann einfach Wetteinsatz Lama 3. Ja, auf Lama 3 tue ich einfach mal 2 Coins rein. Los, Lama 3, bitte. Nein, Lama 3, bitte nicht. Los, Lama 3. Menon, Lama 2 wird gewinnen mit Sicherheit. Lama 3, bitte. Na, Lama 2. Nein, Lama 3 hat gewonnen. Das ist auch alles zufallsbedingt. Jetzt müssten wir 4 Coins kriegen. Theoretisch. Ja. So. Und jetzt? Mit für 5 Coins kriegen wir 1 Smaragd. Circa. Also theoretisch müssten wir jetzt für 4 Coins kein Smaragd kriegen. Vielleicht kriegen wir einen, wenn vorher schon einer da war. Und wir kriegen einen Smaragd. Also haben wir keinen Verlust gemacht. Das ist gut.
Hier haben wir immer die Steuerungskarte. So, ich glaube, das wär's. Nee, eine Minute haben wir noch. Ja, dann kann ich euch ja auch noch kurz das Modehaus zeigen. TOC Modehaus. T und C, nicht TOC. Hier. Legst du einfach ein Emerald rein. Dann aktivieren sich diese Lampen. Welches Outfit wollen wir denn haben? Ich würde das hier nehmen. Dann nehmen wir ein, drücken wir diesen Knopf. Alle Lampen schalten sich aus. Der Armor-Stand geht in den Boden und kommt hier wieder raus. Jetzt nehmen wir uns die Sachen. Nach einiger Zeit dann verschwindet er im Boden und wird neu angezogen. Die Technik zeige ich in einem der nächsten Parts. Jetzt haben wir unser Outfit. Und hier ist ein Restaurant. Dieses Restaurant heißt Restonico. Und hier werden wir jetzt auch aufhören. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Engine Die Play. Und ciao.